Heute habe ich eine lange Tour geplant, circa 1,5 Stunden fahren in eine Gegend ganz im Nordosten vom Krügerpark. Mal sehen, ob sich dort was Neues ergibt. Ich werde wieder 1,5 Stunden brauchen, um zurückzukommen, aber ich kann den ganzen Tag dort verbringen. Ich erwarte Wasser im Fluss, Zufluss zum Limpopo. Limpopo ist die Grenze zwischen Simbabwe und Südafrika und auch einer der wichtigen Flüsse in Mosambik. Und ich erwarte viele Krokodile, Flusspferde und natürlich auch den Indianer-Bullen oder Bock. Mal sehen, was der Tag ansonsten bringt. Auch bis dahin, bis dorthin gibt es vielleicht eine ganze Menge von Filmgelegenheiten. Wie immer, wir sind optimistisch und lassen den Tag mal auf uns zukommen. Streifengnu-Kühe sind in dieser Jahreszeit hochträchtig. Sie setzen ihre Jungen zu Beginn der Regenzeit. Die gute Äsung des frischen Grüns hilft dann bei der Milchproduktion. Jüngere Büffelbullen drücken ältere Bullen aus der Herde. Diese bilden dann Junggesellengruppen und nehmen nicht mehr am Brutprozess teil. Diese Bullen sind dann gesuchte Trophäen von Jägern. Im Nationalpark wird allerdings nicht gejagt. Diese Bullen fallen dann den Löwen zum Opfer. Ein gut gepflegter Rastplatz mit Toiletten und Grillplätzen direkt am Ufer des Lufufu-Flusses. Die Flussnähe erlaubt einen dichten Baum- und Buschbewuchs, auch in trockenen Zeiten. Die Gegend ist ein ideales Gebiet für Nialas, wie dieser Trophäenbulle. Der Vorteil eines solchen Nationalparks ist, dass die meisten Tiere an Fahrzeuge gewöhnt sind und sich gut filmen lassen. Auch grüne Meerkatzen gibt es in rauen Mengen hier. Der Afrikaansname ist Blauarb oder Blauaffe. Diese Bezeichnung bezieht sich auf den hellblauen Hodensack der männlichen Meerkatzen. Thank you.
Perlhühner bewegen sich frei am Rastplatz. Niemand plagt sie. Einen großen Wasserteich ist, was die Elefanten bei dieser Hitze brauchen. Während ein paar ältere Elefanten schon genug geschöpft haben, stürmt eine große Familientruppe mit großem Getöse in das Wasser. Wasser ist nicht nur zum Trinken da, Falleri und Fallera, sondern auch zum Baden und Abkühlen. Wenn so viele Tonnen von übermütigen Elefanten das Wasser umrühren, dann bleibt kein Platz für andere Tiere oder gar Wasservögel. Ein bisschen Kratzen am Reibebaum macht die Behandlung vollständig. Und dann, auf das Signal der Leitkuh, stürmt die ganze Truppe aus dem Wasser und macht sich davon. Man sieht im Nationalpark oft verschiedene Tierarten zusammen, wie hier eine Gruppe von Wasserbockkühen und Impalas. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man im Gras vor dem prächtigen Wasserbockbullen das Gehörn einer Leierantilope aus dem Gras herausschauen. Kurz vor Sonnenuntergang und nicht weit vom Camp, eine Überraschung. Gesundheit. Löwinnen sind ausgezeichnete Jäger. Bei diesen Waffen auch kein Wunder. Was Besucher immer wieder verwundert: die Reißzähne eines ausgewachsenen Pavians sind länger als die der Löwen. Noch eine kurze Rast,
bevor die Löwin sich erhebt und es mit der Jagd ernst wird. Ein neuer Tag und vielleicht wieder interessante Wildbesichtigungen. Der gestrige Tag wurde abgeschlossen, sehr spät, durch die Sichtung von zwei Löwenweibchen. Korrektur, einem Löwenweibchen. Denn das zweite habe ich erst gesehen, als es circa 1,5 Meter vor meinem offenen Fenster vorbeilief, um der ersten Löwin zu folgen. Mal sehen, was der heutige Tag bringt. Ich werde jetzt mal versuchen, in die Gegend zu fahren, wo ich die Löwen gesehen habe. Denn die beiden Weibchen waren sicher unterwegs zum Jagen. Und vielleicht habe ich Glück zu sehen, ob sie erfolgreich waren. Wildtiere, welche man am häufigsten zusammen antrifft, sind Zebras und Streifenknus. Zum einen haben sie die gleichen Feinde, nämlich Löwen. Und je mehr wachsame Augen, desto besser. Zum anderen besteht kein Wettbewerb bezüglich Äsung. Streifenknus bevorzugen kurzes Gras, Zebras sind da nicht so wählerisch. Meistens am Wegesrand äsend, allerdings ein seltener Anblick hier in der Gegend, das Steinböckchen. Größtenteils alleine, denn der Bock und die Geiß haben jeweils ihr eigenes Revier von ca. 50 Hektar. Nur in der Paarungszeit sieht man sie zusammen. Da sie so niedlich sind, entstand die Legende, dass sie sich auf Lebenszeit paaren, was nicht der Fall ist. Ein junges Streifenknu mit noch nicht voll ausgebildetem Gehirn. Sieben Zeckenvögel. Da scheint es ja jede Menge Futter zu geben. Eine Pavianfamilie beim Äsen. Sorgfältig wird das Laub auseinandergeschafft, um Früchte oder auch Insekten zu finden. Das Gebiss dieses Pavians, und er ist nicht mal ein voll ausgewachsener Bursche, lässt wohl erahnen, wie gefährlich Paviane werden können. Dieser Bulle scheint von meinem Auto angetan zu sein. Leider wieder nur ein flüchtiger Anblick und der Leopard verschwindet im Dickicht. Es ist jetzt spät Nachmittag und heute war wieder ein interessanter Tag.
Es ist möglicherweise der letzte Tag mit Sonnenschein, denn für morgen und die darauffolgenden Tage ist Regen und Gewitter angesagt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60%. Das ist nicht gut zum Kampieren, aber auch nicht zum Filmen. Ich habe deshalb den Aufenthalt hier verkürzt und es wäre damit morgen der letzte volle Tag. So, es könnte sein, dass heute Nachmittag der letzte Bericht ist von mir, aber ich lasse mich überraschen und bin wie immer optimistisch, dass vielleicht doch irgendwas machbar ist. Ich habe zwei Stellen entdeckt, die sehr interessant sind zu besuchen und darauf würde ich mich dann konzentrieren. Heute ist der vorletzte Tag im Krüger Nationalpark. Die Regenvorhersage ist nicht ganz so eingetroffen. Es soll erst in der Nacht regnen, sodass heute und vielleicht sogar morgen noch ein ordentlicher Filmtag möglich ist. Mal sehen, was der Tag bringt. Gestern Abend, kurz vor Erreichen des Camps, lief mir ein Leopard über den Weg. Leider aber war er ständig in Bewegung, bis ich die Kamera zurechtgemacht hatte. War er schon fast weg, aber ich schätze, ca. 15 Sekunden sind noch im Kasten. Mal sehen, was der Tag heute so bringt. Wir sind wie immer positiv. Eine Gruppe junger Kudu-Kühe. Charakteristisch sind die großen Ohrmuscheln. Sie haben ebenfalls die weißen Streifen wie die mit ihnen verwandten Nyala-Kühe. Deren Decke oder Fell ist jedoch eher rötlich-braun und sind auch kleiner gebaut. Dieser Bulle hat sich schon ordentlich mit Dreck eingedeckt. Seine sehr symmetrisch geformten und attraktiven Stoßzähne zeigen auch Spuren, dass sie zum Buddeln im Sand benutzt wurden. Es ist jetzt ca. 15 Uhr. Die Temperatur ist jetzt 40 Grad Celsius. Das ist also sehr unangenehm. Die einzige Lösung ist, weiterhin rumfahren, Wildbesichtigungen machen, denn dann kann ich zumindest im klimatisierten Auto sitzen. Aber die Chance ist auch, jedes Wasserloch oder jede Tränke abzuklappern, denn die Tiere müssen ja jetzt auch enorm durstig sein. Also, los geht's. Der Zeckenbesatz und der Zustand der Decke deuten darauf hin, dass dieser Impala nicht gesund ist. Er wird nicht lange leben, denn die Natur erlaubt keine Schwächen.
Und hier in der Mitte des Flussbettes wird wieder ordentlich nach Wasser gegraben. Die jüngeren Elefanten lernen von der Leitkuh, wie es gemacht wird. Eines muss man dem Chinkwezi-Gebiet lassen. Es gab keinen Mangel an Giraffen. Dieser junge Bulle mag wahrscheinlich nicht den Geruch meines Dieselfahrzeuges. Ein solch erhobener Rüssel zeigt, dass der Elefant riecht. Er hat sicher auch tiefen Atem geholt, damit er sich ordentlich mit Staub einpudern kann. Hautpflege in voller Aktion. Meine Anwesenheit scheint ihn dabei nicht zu stören. Heute ist der letzte Tag der Wildbesichtigung im Krüger Nationalpark. In der Nacht Gewitter. Es hat fast die ganze Nacht geregnet. Jetzt am Morgen noch grauer Himmel. Das wird auch so eine Weile noch andauern. Ich befürchte, dass alle diese Staubstraßen jetzt Schlammstraßen sind und werde mich jetzt zunächst mal auf der Teerstraße bewegen. Die Tiere, die kleinen Antilopen zumindest, haben Pfützen, die sie jetzt also auch besuchen können, um Wasser zu schöpfen. Sie brauchen also nicht zu den großen Wasserstellen zu gehen. Aber wir wollen mal sehen, was der Tag so bringt. Es wäre eigentlich interessant, irgendwelche Greifvögel zu sehen, denn heute ist also garantiert keine Thermik und diese Vögel verlassen sich auf die Thermik, um sie in die Höhe zu tragen. Mal sehen, wir sind weiterhin positiv. Dieser Straußenvogelhahn scheint ein Einzelgänger zu sein. Er lebt damit gefährlich, denn hier passen nur ein Paar Augen auf. Noch ärger wird es, wenn dieses Augenpaar beim Äsen im Gras verschwindet. Ein ausgedehntes Gebiet von stehendem Wasser im Flussbett erlaubt üppigen Bewuchs am Rande des Ufers. Dieser zieht ein paar Büffeljunggesellen an, die sich auch von der Nähe meines Autos nicht stören lassen. Abgenutzte Hörner zeigen, dass es sich hier um ein paar alte Kameraden handelt. Und wieder Giraffen. Vielleicht bedingt durch ihre Größe sind Giraffen selten scheu oder, wie viele Menschen,
lassen sich gerne fotografieren. Obwohl meistens auf Bäumen sitzend, findet die Tocco-Familie, es gibt im Nationalpark 3 Sorten davon, ihre Nahrung vorwiegend am Boden. Zum Teil wird auch der Elefantendung auseinandergenommen, um nach noch verwertbaren Früchten zu suchen. Eine Zebrafamilie, nicht sonderlich scheu, aber immer neugierig. Die Stuten kurz vor der Regenzeit hochträchtig. Auf der Teerstraße begegnen uns viele Tiere. Einige von ihnen, wie diese Pantherschildkröte, sind hilflos und können von einem Auto trotz ihrer schweren Panzerung leicht zerdrückt werden. Ein Maß von Menschlichkeit lässt uns anhalten, sodass solche Reptilien unversehrt passieren können. Es gibt auch andere Tiere, wie diese Elefantenbulle, die sich ihrer Unverwundbarkeit bewusst sind und dort laufen, wo sie laufen wollen. Trotzdem wir in einem großen Auto sitzen, sind wir verwundbar und diese Tiere lassen keinen Zweifel daran aufkommen. Es bleibt kein anderer Ausweg, als langsam zurückzufahren, bis er irgendwann in das Gebüsch am Rande der Straße abwandert. Keine Situation für eilige Menschen.